So, Turm ist in vollem Gange. Go, go, go. Na, endlich. Mordor nimmt die Form der Elder an. Und genauso muss das sein, nicht anders. In die Grube haben wir noch. Und da ist der Typ, den ich hier haben muss. Haha. Die Machtprobe. Lass mal ganz genau gucken, wo das ist. Ich bin gerade hier runtergesprungen. Ich könnte hier lang gehen. Werde ich auch tun. Hat mir wenigstens einen Fähigkeitspunkt gebracht. Sehr gut. Ah, oh, was nehmen wir denn da? Oh, ich kann es nehmen. Sauber. So können wir ihn richtig schön abschnetzeln. Wir müssen natürlich auch den Kreis treffen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Aber das ist zu easy. Der Widerstand ist jetzt verfügbar. Jo, cool. So viele neue Nebenmissionen. Aber wir wollen hier hin. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. Endlich bin ich frei. Warum sollte er auch für diese dämlichen Orks arbeiten? Jeden Ork, den ich killen kann, ist ein guter Ork. Das gibt so schön leichte Erfahrung. What up, komm her. Weißt du was? Wissen alle vielleicht was? Nicht schlecht, gefällt mir. Wow, der sieht ja badass aus. Gunzar, der Pirscher. Zu gut. Brandeisen. Hammer ist zu schnell. Hab die Menschen gefragt. Machtprobe. Urkus müssen sich unter ihresgleichen beweisen. Natürlich müssen die das. Kann ich es nicht einfach im Käfig töten? Nein. Sind ja Schiss. Ich hab nur niemals Zeit zu reagieren. Oh mein Gott. Interessant. Ja. Ich habe trotzdem 40 Macht bekommen. Ich werde ihn trotzdem. Oh, der ist immun dagegen. Ich werde ihn trotzdem killen. Fuck, soll das überhaupt? Und tot. Genau dagegen ist er nämlich anfällig. Deine Schreckensherrschaft ist vorbei. Ein für alle Mal. Der Typ war nicht gerade billig. Das heißt, wir kriegen ziemlich viel. Oh, 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 oh. Wenn dein Kopf zum Platzen gebracht wurde. Komm her, du hast Infos. Oh, mein Auge juckt. Wo ist der? Heftig. Oh. Schon Verstärkung gerufen. Super. Oh, der ist weg.
Wie dumm, ey. Naja, das war saumäßig erfolgreich. Wahnsinn. Ganz hier in der Nähe können wir das hier noch machen. Oder wir reisen woanders hin. Ich habe unbedingt richtig, richtig Bock, noch so ein Viech zu holen. Gucken wir mal. Wen können wir nehmen? Saurons Armee. Die wird ganz schön dezimiert. Wir kommen bald in die nächste Reihe vor. Aber da rücken auch schon wieder neue auf, ne? Hat das überhaupt mal ein Ende? Wahnsinn. Wir könnten natürlich auch abwarten, bis die irgendwie gegeneinander kämpfen und das ausnutzen. Ja, der muss hier natürlich auch killen, weil ja klar, dass der aufsteigt. Und der auch. Hauptauftrag. Das gefällt mir ganz gut. Kann durch Explosionen verwundet werden. Erleidet Schaden durch Kampfstöße. Todesstöße, super. Der gefällt mir. Den nehmen wir. Habe ich irgendwie eine Verbesserung? Waffen und Runen, natürlich. Für den Dolch. Von 36 auf 25, wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird. Weiß zwar nicht, wie ein Kopf zum Platzen gebracht wird mit so einem Dolch. Aber okay. So, wo war der Typ nochmal? Karte gucken. Der war hier. Turm ist da. Das ist perfekt. Festmahl ist wieder verfügbar. Ich bin mal gespannt, wann das Ganze ein Ende hat. Ich meine, da kommen, man tötet die Oberen, dann kommen wieder untere vor, die bekriegen sich wieder und dann geht das immer hin und her, um so halt viel Macht zu erhalten. Ich glaube nicht, dass man Saurons Armee wirklich super, super nahe kommt, indem man so viele Viecher jetzt tötet. Man folgt, glaube ich, nur der Hauptquest. Aber das ist so super geil, die zu töten. Das machen wir jetzt auch ein bisschen. Haben wir heute eigentlich auch fast nur. Dann geht es natürlich weiter mit der Hauptquest. Aber das ist super geil. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Du solltest Angst haben. Nur einer von ihnen kann dich entstücken. So. Die Rangleiter empor. Halte ihn am Leben und er bringt dich einen Schritt näher zur schwarzen Hand Saurons. Tut er anscheinend wirklich. Ja, gucken wir mal. Das ist ein verlorenes Duell, du Narr! Hierhin? Ist das gut? Ich nehme dich einfach hin. Beeilen wir uns, sonst verliert er seinen Kopf. Irgendwie verlockend, nicht wahr? Todesstöße. Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Von der Jagd zurückkehren. Wir werden uns nicht von diesem kleinen Geschöpf erwischen. Nein, es ist immun gegen Schleichen. Stimmt, ist der wirklich. Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Aber ich kann ihn hinrichten, meine ich. Aber ich soll ihn verhören. Das kann tricky werden. Du bist mein Glück. Au, 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 au. Muss ganz vorsichtig sein. Greift von hinten an! Feige Schweine, greift von hinten an.
Ich bin der Beste. Ich hoffe, da kommt nicht mehr nach. Jetzt sind mir die nämlich ziemlich gut gerade, scheiße. Jawohl. Er flüchtet schon. Au. Vergiftet. Was zum... Wieso konnte ich dem nicht kontern oder ausweichen? Boah, was ich die Schnauze voll hab, ey. Eine Leiche. Wow, das war knapp. So, und jetzt sinkt die tief genug. Wunderbar. Wenn die Gesundheit des Hauptmanns tief genug sinkt, kannst du ihn dann greifen. Lass den Henker am Leben. Er kann uns den Weg zeigen. Soll er auch. Aha, der zeigt uns wirklich den Weg zu den Häuptlingen. Das ist cool. Häuptling ist der einflussreichste Rang der Uruk-Streitmacht. Hauptmänner streben danach, zum Häuptling aufzusteigen. Okay. Einige werden dafür morden und sowohl Freund als auch Feind in den Rücken fallen. Andere versuchen als Leibwächter eines Häuptlings dessen Gunst und Schutz zu erlangen. Aus dieser Verbindung lässt sich schließen, dass Borg der Leibwächter eines unbekannten Häuptlings ist. Stimmt. Und wenn ich den finden will, muss ich mit den beiden mal sprechen. Gut zu wissen. Mock. Der andere Zwilling. Altgedienter Häuptling. Wird wütend, wenn es jemand wagt, seine Jungs anzurühren. Muss ich einen Entscheidungskampfauftrag ausführen, okay? Fernkampf und Kampftodesstöße. Immer das Beste. Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar, was? Ich glaube, den kann man eigentlich jetzt töten. Was ist mit unserer Abmachung? Damit ist es vorbei. Oh. Na gut, dann. Ich dachte nur, dass wir... Halt! Halt! Waldläufer! Sieh mal! Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast leichtes Spiel. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen, ja. Was ein toller Punch, aber der hilft uns gut. So geil, wir machen die Drecksarbeit, der steigt einfach auf. Jetzt ist er sein Leibwächter. Wir haben ein leichteres Spiel. Ist das geil. Auftrag abgeschlossen. Trotz seiner Unfähigkeit hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht. Er hat ein tolles schönes Gesicht verunstaltet. Oh, habe ich wirklich? Jetzt verunstalte ich deine Leiche. Ja, das ist der Typ, der mich gekillt hat mit den Giftpfeilen. Habe ich den wirklich so heftig zugesetzt? Ich meine, ich habe den ein paar Mal angegriffen, ja? Alter! Glaub,
Immun? Oh mein Gott, wieso ich denn den Schaden? Ich denke, damit kann ich den gut schaden. Nein, nur. Ich muss weg hier. Das Viech ist doof. Fuhuhu. Der hat mich tatsächlich gesucht und gefunden. Ich will draufspringen. Wieso kann ich nicht draufspringen? Kann ich anscheinend nicht. Ist auch egal. Ah, Pien. Ich habe wirklich sein Gesicht verunstaltet, kann ich gar nicht wissen. Bist du ruhig. Der hat mich ja schließlich getötet, ist im Rang aufgestiegen. Bisschen verletzt habe ich denn, aber ja. Ja. Hat sich ja gelohnt. Das ist so dermaßen geil. Gehen wir noch mehr von den Viechern. Oh, das ist noch was für ein Bogen. Lass mich das nur aufheben. Habe ich da gerade etwas gehört? Sehr cool. Weiter geht's.